Moin Leute und willkommen zu der nächsten Folge von Shadow of the Tomb Raider. Ja, ich würde direkt loslegen wieder. Weiß nicht mehr ganz, wo ich stehen geblieben bin. Und wieder ein bisschen her seit der letzten Aufnahme. Gehen wir mal weiter. War anscheinend in irgendeiner Höhle. Hier muss eine gewaltige Schlacht getobt haben. Das ist eigentlich die ganze Zeit für Affengeräusche oder sowas im Hintergrund. Furchtbar. Irgendeine Falle oder sowas? Nee. Bisschen Beutegüter. Na gut, jetzt bin ich eh schon wieder voll. Das ist bestimmt ein Rätsel, oder? Ein Falconett. Ah ja. Mal auf die Seite schieben. Ich muss die Barrikade überwinden. Oh, das kann ich eigentlich einfach nur runterschieben, oder? Dürfte ja kein Problem sein. Easy going. War ja easy. Ich schaue trotzdem nochmal da hinten in den Ecken, ob hier irgendwas war. Dachte ich es mir doch. Das scheint eine Art primitive Skulptur eines Menschen zu sein. Ja. Auf die andere Seite nochmal. Vielleicht haben wir da noch irgendeine Kleinigkeit liegen. Oh. Leuchten haben wir da. Perfekt. Dann können wir da weitergehen. Eine spanische Galeone? Wie kommt die in diese Höhle? What? Gar nicht gruselig. Ich dachte mich da niemals rauftrauen. Ich dachte nie im Leben draufgehen. Aber es ist eine sehr gute und berechtigte Frage, wie dieses Schiff hier überhaupt hergelangt. Ganz merkwürdig. Ganz merkwürdiges Ding. Ja, also da kann man tauchen. Ich weiß aber nicht, ob das jetzt so klug ist, da zu tauchen. Außerdem habe ich das wahrscheinlich eh schon voll. Ja, dachte ich mir doch. Da kommt man nicht lang, da kommt man nicht lang. Also ist hier gar nichts. Gleich wieder raus. Sehr dunkel hier wieder. Ich muss irgendwie auf den Rumpf klettern. Ja, ist ja gut. Was, da gibt's ein Floß? Lol. Halt, ich will... Jetzt, mit solchen Schmackes, Alter, was hatten die denn für kräftige Oberschenkel? Und Double Jump, perfekt. Alter, haben die Leute die hier. Das sah aus wie so ein Kopf und Körper, so von hier. Wenn du so ganz schnell rüber guckst. Alter, hab ich jetzt gerade so gerissen.
Lass mal die Taschenlampe an, Mädel, Alter. Das ist eh schon dunkel genug. Halt. Genau gesehen. So könnte ich reinkommen. Was? Ich muss irgendwie das Deck durchbrechen. Aha. Aha. Irgendwas mit dem zu tun, mit dem zu tun. Ah ja, richtiges Rätsel. Ich muss das Deck durchbrechen. Da ist noch irgendwas. Schauen wir, was passiert, wenn ich hier drehe. Ja, ich glaube, es ist schon mal in die richtige Richtung. Das Falconett ist in Stellung. Ich muss zum Bug gelangen. Bleibt es? Bleiben. Genau, dann da oben ist irgendwas. Das heißt, ich könnte theoretisch wie hier hochklettern. Ich muss zum Bug gelangen. Rätsel über Rätsel. Gehe ich einmal. Wow, da komme ich ja gar nicht. Ah, ich glaube, ich könnte. Nee, so richtig weiß ich es nicht. Dachte, ich weiß es. Kann ich da drüber springen? Nee. Kann ich da hochklettern? Ist kein Assassin's Creed, leider. Na, können wir ein bisschen runtergehen. Schauen wir uns mal hier unten um. Ich muss zum Bug gelangen. Ja, ich will doch nur die Sicht machen, ob ich irgendwas zum Sammeln habe. Schauen wir mal, ob es da unten was Schönes gibt. Ah ja, okay. Okay, aber ich hole nochmal Luft, bevor hier was anderes geschieht. Und ich guck mal, ob ich hier was zusammen habe. Dann hole ich erstmal das. Sonst gab es hier nichts. Hier unten kannst du nicht mehr die ganze Zeit. Ich muss zum Bug gelangen sagen, hä? So. Jetzt geht's los. Jetzt haben wir Luft und jetzt tauchen wir erstmal darüber. Hä? Ich dachte echt, dass die ganz kurz irgendwie, dass die Animation kommt, dass ich keine Luft mehr habe. Kann das sein? Lol. Ich hab gerade Luft geholt. Verrückt. Bin ich schon mal auf der richtigen Seite. Glaube ich. Da bin ich wieder voll, das ist klar. Hä, wo geht's hier weiter? Ach, hier. Oder? Nee. Ach da. Hier. Aber wenig weiß hier. Kann man schon mal leicht übersehen. Ah ja, perfekt. Dann darüber. Oh, kann ich das? Super, jetzt bin ich hier. Kann hier auch irgendwas drehen. Weiß aber nicht, ob ich hier was drehen sollte. Ich muss zu der Kiste. Ja, erstmal gucken, ob es ein paar Sammelsachen gibt. Hier um die Ecke vielleicht. Ein Sammelding. Boah, jetzt wäre ich beinahe hier runtergesprungen. Geht's da jetzt dahin? Ist es ein Secret, wenn ich da runterspringe? Ich muss es tun. Oder wo bin ich da? Ah ne, von da komme ich wirklich.
oder komme ich von da? Ich bin mir gar nicht sicher. Ah, nee, lol. Hier. Daher kann ich das so machen. Steckt die das da? Nee, steckt das da nicht hin. Ah, also das ist doch nicht da, wo ich gekommen bin. Oh Mann. Und ich dachte, ich kann da jetzt hier so eine Seilrutsche machen. Irgendwas muss ich hier machen können, oder? Aber vielleicht muss ich das vorher drehen. Vielleicht ist das das große Geheimnis. Muss ich da nochmal hochklettern. So, dann darüber. Einmal jumpen, jumpen, Doppeljump. Klettern. Und jetzt drehen wir da erstmal. Schauen wir mal, was passiert. Mist, er rührt sich nicht. Oh, alles klar. Okay, der rührt sich anscheinend nicht. Der Baum muss frei sein. Der Baum. Ich muss zu der Kiste. Ah, wo du nicht überall hin willst, kann ich da... Wow. Darüber springen wird nicht funktionieren. Glaube ich. Könnte sein, muss aber nicht. Jetzt erstmal in diese Richtung probieren. Okay, nope. Wo geht's eigentlich da lang? Lol, ne. Der Baum muss frei sein. Ha. Ist das der Weg? Ich probiere es jetzt mal. Nope, das ist nicht der Weg. Also ich komme noch nicht weit genug. Aber das war jetzt echt einladend, ne? Sorry. Das war aber sowas von einladend, darüber zu jumpen. Da ist sogar noch weiß markiert, festzuhalten. Oder habe ich mich selber nur doof angestellt? Weil ich dachte, du kannst dann da rumgehen und von dort, wo der Kopf jetzt ist, also... kurz runter, kann ich es erst zeigen. Da hoch, dann einmal da rumgehen, von da nach da jumpen und dann kannst du hier ganz gechillt darüber klettern. Der Baum muss frei sein. Moment, da ist ja auch noch... Oh, komm. Da ist ja auch mal was. Oh, da was passiert? Nö. Der Baum muss frei sein. Ich probiere es jetzt mal darüber zu springen. Nicht so geil. Schau mir mal das von da hinten an. Weil so ganz raff ist gerade ehrlich gesagt nicht. Und da war ja auch was. Das da war da. Der Baum muss frei sein. Nicht das da ziehen. Irgendwie muss ich sagen, das ist bis jetzt das schwerste Rätsel, was ich hatte, weil ich raff's nicht so ganz. Ich kapier's einfach nicht. Der Baum muss frei sein. Es muss da runterfallen, damit da frei wird. Da kann ich schießen. Aber da kann ich auch immer zusammenschießen, aber geht nur dran schießen, weil hinkommen tue ich nicht. Irgendwie muss ich da hochkommen. Da ist eine Treppe, also muss ich von der Kiste. Aber wie komme ich auf die Kiste? Irgendwie nur von da, also muss ich irgendwie.
Der Baum muss frei sein. Ja, wenn du mir das noch einmal sagst, Alter. Da klettert ihr ja nicht hoch. Ich weiß, ihr habt das wahrscheinlich schon längst entdeckt. Ich stelle mich einfach gerade an wie der erste Mensch. Wie lange machen wir denn schon? 15 Minuten. Also wir haben noch 15 Minuten, um das rauszufinden. Ja. Der Baum muss frei sein. Hier irgendwas? Ne, hier mal gar nichts. Außer die. Außer dem Berggut. Es muss ja von der Seite sein, weil sonst hätte es ja keinen Sinn ergeben, dass wir auf die Seite kommen. Ich glaube echt, dass es da lang geht, nur ich irgendwie mich dumm anstelle. Ah, das habe ich kurz komplett vergessen. Sorry, das war zu lang her. Okay. War ich doch auf dem richtigen Weg? Der Baum muss frei sein. Kann ich wieder nicht sammeln? Hä? Doch, das kann ich sammeln. Ja, warum? Toll. Okay. Schaut schon besser aus. Machen wir einfach mal. Oh, perfekt. Scheiße. Der Baum ist zu weit draußen. Was? Bist du mich ver... Ah ja, nee, ehrlich. Ist das gerade richtig, was ich mache? Nee, oder? Dass ich da jetzt schon hochkletter? Oh. Ich muss den Baum ausrichten. Sie geht, das war jetzt nur wegen dem Treibgut, Berggut, was auch immer. Hohoho. Ho, ho. Würde da gern. Wie kann ich denn da, ohne dass sie jetzt runterspringt? Ich muss den Baum ausrichten. Sondern runterklettert. Ja? Ah, okay. Passt. Perfekt. So. Nein! Oh Gott. Aber jetzt geht's. Bin mir gerade nicht sicher. Kann ich da durchspringen? Lande ich im Wasser oder wo lande ich denn da? Oder gehört sich der Weg nach oben? Hätte ich da irgendwie rüberspringen können? Ich muss irgendwie auf die Masten klettern. Ah ja. Okay. Oh nein! Oh Gott! Ich glaube, ich war doch schon auf dem richtigen Weg. Ah ja, okay. Ich glaube, ich sehe es sogar. Will ja nichts, aber ich gehe da mal rein. Unmöglich. Ich kann nicht mehr tragen. Ja, ist ja okay. Dieses Loch, das finde ich sehr gruselig. What?
Hä? Und nu? Schön, jetzt bin ich hier rüber gesprungen. Und das hat mir was gebracht? Okay. Ich hab's nur nicht gesehen. Entschuldigung, Leute. Alter, es ist aber wirklich ein schweres Rätsel, ne? Dahin schwingen? Jetzt bin ich hier, wo ich hin wollte. Und jetzt könnte ich eventuell... Oder auch nicht. Kann ich da drauf? Nee. Nee. Das glaube ich nicht. Masten kann ich auch nicht. Also... Da kann ich aber auch nicht so richtig hin. Ich kann die Kiste bewegen, sehe ich gerade. Oder weil die weiß ist. Ich habe jetzt keinen Bock runterzufallen, weil ich muss den ganzen Weg nochmal laufen. Kann man da hoch? Nö. Ich muss den Baum ausrichten. Vielleicht muss ich doch dahin. Und jetzt zu drehen. Ah ja. Jetzt müsste ich die Kiste erreichen. Kiste. Ah ja, die Kiste. Ah, und jetzt komme ich von hier aus hin. Dass ich da nicht hochspringen konnte, das ist lächerlich eigentlich. Das ist super lächerlich. Oh gut. Dahin komme ich jetzt. Jawohl. Mädels und Jungs, ich glaube, wir haben es geschafft. Geiler Shit. Komm, hoch mit dir. Den ganzen Tag Zeit. Bin ich jetzt von hier aus? Ah ja. Das geht. Hm. Habe ich viele Möglichkeiten. Mal sehen, was der Kapitän gehortet hat. Was mich jetzt ein bisschen wundert, für was war diese eine Linie, dieses andere, haben wir jetzt gar nicht gebraucht. Das da hinten. Das haben wir jetzt noch gar nicht gebraucht, ne? Bin mal gespannt, ob das jetzt noch kommt oder ob das einfach, ja, so war. Keine Gräber, keine Schätze oder sowas? Naja, gut. Dann nicht. Atem des Kaiman 2. Zeit, das Schiff zu verlassen. Okay, das hat geklappt. Also irgendwie war das total sinnlos, das da hinten. Das da. Merkwürdig. Gut, klar, es gibt bestimmt solche Dinge, die dann nichts für das Rätsel zu tun haben. In Wirklichkeit ist ja auch irgendwo realistisch und logisch, aber weiß ja nicht. Aber vielleicht kommt's noch. Ah ja, jetzt kann ich hier wieder runterjumpen. Aber machen wir's mal einfach. Yay.
Bin ich von hier gekommen? Oder war das die andere? Ich bin noch von hier gekommen, oder? Mal da hoch. Nö. Oder habe ich jetzt falsches Schiff verlassen? Hätte ich irgendwo anders das Schiff verlassen sollen? Hätte ich irgendwie hochklettern müssen? Und oben raus? Irgendwie zurück. Es scheint für mich nicht logisch. Nee, zurück erscheint für mich echt nicht logisch. Das war nur ein Niederfall. Oder? Der Ausgang muss hinter dem Tempel sein. Hinter dem Tempel? Ist hinter dem Tempel? Gott, ich finde den Ausgang nicht. Der Ausgang muss hinter dem Tempel sein. Ich weiß ja nicht mal, welchen Tempel du meinst. Ich gehe jetzt einmal mal zurück, weil ehrlich gesagt war das doch so... Das war so eigentlich angepriesen, dass ich wieder da runter springen soll, oder? Hinter dem Tempel. Also hier. Na, da haben wir mal wieder wenigstens was zum Speichern, da wo wir heute angefangen haben. Könnte man eigentlich auch direkt aufhören, aber ich gehe jetzt erstmal raus. Ich mag hier noch, eigentlich noch rauskommen. Komme ich hier jetzt überhaupt? Ich glaube, hier komme ich gar nicht mehr weiter. Nee, keine Chance. Muss irgendwie, keine Ahnung. Langsam kann ich da echt nicht durchgehen, oder? War ich jetzt nochmal? Nee, irgendwie. Bin ich hier, glaube ich, verkehrt. Ich stelle mich wahrscheinlich gerade an wie der letzte Mensch. Der Ausgang muss hinter dem Tempel sein. Ich weiß ja nicht, ich war doch gerade hinterm Tempel, oder? Da geht's ja auch nicht weiter. Huch. Was war das? Hier ein Weg. Auf dem Schiff zurück, glaube ich, aber auch nicht. Finde ich jetzt den Ausgang nicht, aber was? Der Ausgang muss hinter dem Tempel sein. Hinter dem Tempel. Ich raff's nicht, keine Ahnung. Ich will euch auch ehrlich gesagt damit gar nicht langweilen. Ich überlege gerade, ob ich, vielleicht hier sind jetzt genau 30 Minuten rum, dass ich sage, ich mache hier die Folgenende, suche dabei den Ausgang und wenn ich den Ausgang finde, mache ich die nächste Folge. Ich glaube, das hat keinen Sinn, wenn ich jetzt 3 Stunden lang hier den Ausgang suche, weil ich einfach nicht raff, wo der Ausgang ist.
Ich verstehe es nicht. Naja, gut. Danke fürs Zuschauen und wir sehen uns wieder, wenn, sobald ich den Ausgang gefunden habe. Bis dahin. Tschüss und bye bye.